Wenn ich Sie beide schon hier habe, heute ist ein ganz besonders wichtiger Tag. Einerseits auch für die Opfer, denn die Freundin von Leonie wird voraussichtlich aussagen. Der Staatsanwalt hat ja schon darauf hingewiesen, dass er sehr großen Wert auf diese Aussage legt. Nein, da wird es darauf ankommen. Sie wird aussagen können, wahrscheinlich, wie die Beziehung von Leonie zu dem Drittangeklagten sein wird, der behauptet, ein sehr intimes Verhältnis und Inniges gehabt zu haben, was ja völlig absurd ist, weil er wusste nicht annähernd irgendwelche Details von Leonie. Also die wird unter Umständen Angaben dazu machen, wie die Beziehung Leonie-Drittangeklagter war. Sie sehen das vermutlich genau andersherum, wenn Sie verklagen, vertreten genau diesen Angeklagten. Grundsätzlich ja, ob hier ein inniges, intimes Verhältnis bestanden hat oder nicht, das steht jetzt meines Erachtens hier nicht im Raum, sondern es wird behauptet, oder von meinem Mandant sagt, er hat eine Beziehung gehabt. Wie intensiv und innig oder intim es gewesen ist, ist bis dato noch nicht einmal zur Sprache gekommen. Er hat gesagt, er hat eine Beziehung, er hat mit ihr Sex gehabt. Und ob sie das jetzt die Freundin bestätigen kann oder nicht, ja, sie wird natürlich sagen, so wie es aus den Aussagen heraus zu lesen ist, nein, die hatten keine Beziehung. Ja, am Ende des Tages wird man dann schauen, was rauskommt. Herr Schweizer, noch eine kurze Frage zum gestrigen Tag. Da waren ja die ganzen Sachverständigen am Wort. Die haben insgesamt allerdings alle drei Angeklagten schwer belastet. Ja, also ganz speziell das DNA-Gutachten, auch das Gutachten, was die Fasern betrifft und natürlich das medizinische Gutachten, das gynäkologische Gutachten. Ja, das, ich sage es offen und ehrlich, für alle drei Angeklagten vernichtend. Aber schlussendlich die freie Beweiswürdigung bzw. die Entscheidung liegt dann bei den Geschworenen, zu sagen Schuld oder Nichtschuld und die Strafbemessung dann gemeinsam mit den Berufsrichtern. Ganz wichtig war gestern auch die Vorführung des Videos. Viele sind sehr froh, dass das nicht öffentlich gemacht worden ist. Natürlich auch die Opferanwälte selbstverständlich. Sie mussten es sich anschauen. Wie ist es Ihnen persönlich gegangen, als Sie diese Bilder gesehen haben? Wie ich diese Bilder gesehen habe, ist es mir ehrlich gesagt ziemlich kalt den Rücken runtergeronnen. Also es war nicht schön zum Anschauen. Also ich war froh, dass hier die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Ich möchte mir das nicht noch einmal ansehen. Es war für mich schlimm. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Ich sage es jetzt ironisch relativ gut, weil ich gestern nicht anwesend war im Prozess. Man muss nicht alles sehen, um zu wissen, wie es ist. Ja? Daher war ja auch unser Antrag darauf gerichtet, dass die Öffentlichkeit nicht alles sehen muss, was an Beweisen beantragt wurde, weil man sich vieles auch aus der Vorstellung heraus ausmalen kann. Und daher brauche ich dieses Video nicht sehen. Kommen wir noch einmal zum aktuellen Stand. Sie haben so gesagt, die Angeklagten sind teilweise schwer belastet worden. Spielt Ihr Angeklagter teilweise mit dem Gedanken, vielleicht doch irgendwas zu gestehen? Weil bis jetzt ist ja in Wirklichkeit nichts gestanden worden. Ja, eine sehr gute Frage. Das werden mein Kollege Magister Lesigang und ich mit dem Mandanten noch einmal besprechen, ob er hier etwas ändern möchte oder bei seiner Geschichte bleibt. Wir, und das muss ich auch klar und deutlich sagen, wir vertreten den Mandanten und nicht die Tat, was dahinter ist. Also auch bitte an die Zuschauer respektieren, dass wir hier unseren Job tun, so wie der Herr Kollege Höllwart seinen Job macht. Ob er seine Verantwortung ändern wird oder nicht, weiß ich nicht. Ihnen beiden einmal, Sie wollten noch was sagen, Herr Höllwart? Dazu muss man natürlich schon sagen, es ist schon öfters erwähnt worden, Geständnis ist ein wesentlicher Milderungsgrund. Ja. Das Wasser steigt immer mehr. Ja, das ist jetzt eh schon beim Hals. Wenn jetzt nach den Gutachten, nach den etwaigen Zeugenaussagen ein Angeklagter ein Geständnis ablegt, weiß jeder und es wird dann auch nicht wirklich mildernd gewertet, weil das ist dann eine reine Schutzbehauptung und Schutzverhalten. Ein Geständnis hat vor dem Beweisverfahren zu erfolgen und im Grunde hätte es schon bei der polizeilichen Einvernahme, bei den Einvernahmen von Haft- und Rechtsschutzrichtern erfolgen müssen. Jetzt, wo die Sache eigentlich schon so klar ist, ein Geständnis abzulegen, hat praktisch keine Aussicht auf Erfolg. Vielleicht noch eine kurze Frage. Gestern bei den Experten ist ja auch herausgekommen, die Dosis von MDA, die Leonie bekommen hat, die hätte auch drei erwachsene Männer töten können. Ist das nicht ein Punkt, wo man sagen muss, da wäre vielleicht dann doch eine Mordanklage sinnvoller gewesen? Das war letztendlich ein Overkill, was ihr da verabreicht wurde. Die Mordanklage, angeklagt ist ja die Tat. Ja? Und da wird sich herausstellen, ob als Hauptfrage ein Mord gefragt wird und den Geschworenen zur Beantwortung auferlegt wird.
wenn die Geschworenen zur Ansicht kommen, dass es kein Mord ist, aufgrund der gestellten Fragen, dann wird es das sein, was angeklagt ist. Also hier haben wir vor allem beim Erstangeklagten auf jeden Fall noch den § 75 offen.